Den Schwung aus dem Sieg gegen Aalborg Handbold wollten die SCM-Handballer am 17. Februar mit nach Hannover nehmen, um dort den dritten Auswärtssieg einzufahren. Ganz gelingen sollte es nicht. Kurz kam noch einmal EM-Stimmung auf, als sich die drei Europameister Finn Lemke, Kai Häfner und Erik Schmidt den Dank vom Reckenmanager abholten. Dann ging es zur Sache und der SCM lag schnell nach 2 Toren von Michael Damgaard in Führung. Hannover drehte aber in der 5. Minute durch Winterneuzugang Kasper Mortensen das Spiel. 3:2 für Hannover. Die TSV war jetzt besser in der Partie und konnte sich zeitweise bis auf 4 Tore absetzen. Michael Damgaard blieb aber weiterhin gefährlich. In Minute 16 verkürzte er auf 7:9 für den SCM. Bis zur 24. Minute dauert es, bis Robert Weber durch einen Doppelschlag den SCM bis auf 1 Tor auf 13:14 heranbringt. Ein weiterer Doppelschlag durch Michael Damgaard sicherte den Magdeburgern dann den Ausgleich zur Halbzeit. Mit 16:16 ging es in die Pause. Nach der Halbzeit startete Hannover gut. Mortensen bringt die Recken mit 17:16 wieder in Front. Der SCM bleibt aber durch Tore von Grafenhorst, Weber und Selenovic dran, bis Runar Karason Hannover durch einen 3-Tore-Lauf auf 27:23 nach vorn bringt. Bennett Wiegerts Truppe beweist aber Kampfgeist. Vor allem Keeper Yannick Green hält die Mannschaft im Spiel, zeigt immer wieder gute Paraden wie hier gegen die Europameister Kai Häfner und Erik Schmidt. Der Kampf wird belohnt, Robert Weber bringt den SCM wieder auf 1 Tor heran, 26:27. Er ist es auch, der nach 2 Grafenhorst-Toren in Überzahl zum 7-Meter antritt und Magdeburg 44 Sekunden vor Schluss mit 31:30 in Führung bringt. Reichen sollte das aber nicht. Kai Häfner schafft es in der letzten Sekunde, den Ball per Freiwurf noch im Magdeburger Kasten zu versenken. So endet das Spiel durchaus leistungsgerecht mit 31:31. Die Hannoveraner waren vielleicht das spielbestimmendere Team, die Magdeburger haben sich jedoch nicht aufgegeben und sind immer wieder herangekommen. Bester Magdeburger war Michael Damgaard, der mit seinen 11 Toren entscheidend zum Punktgewinn beigetragen hat. Zum dritten Auswärtssieg hat es nicht gereicht, mit dieser kämpferischen Leistung können sich die SCM-Spieler aber zumindest ein bisschen als Sieger fühlen. Michael, unentschieden, Punktverlust oder würdest du sagen Punktgewinn? Punkt verloren natürlich. Wir haben die Chance heute mit 5 Sekunden zurück. Das war wirklich schade, aber das ist wie die Saison hat gewähren für uns. Heute wieder auch überragend geworfen. Du fühlst dich topfit, kommst immer besser in diese Mannschaft rein. Woran liegt's? Ich denke, dass die Mannschaft macht wirklich gut und ich habe meine Chance und Marco macht wirklich gut, auch Kuselle und alles so. Aber ich bin so sauer, dass wir nicht haben gewonnen heute. Kann ich gut verstehen. Ihr habt immer wieder schnelle Mitte gespielt, habt immer interessante Spielzüge auch reingebracht. Woran lag es deines Erachtens nach, dass es nicht zum Sieg gereicht hat? Das weiß ich nicht. Die machen ein bisschen einfach Tor für die Rückraum direkt. Aber wir haben gut gemacht, kommen zurück und alles. Aber dann scheiße zurück, die letzte Tor. Alles klar. Vielen Dank. Bleib gesund.